So, Bienenfreunde, ich bin jetzt hier an meinem Sammelbrutableger, den ich neu erstellt habe. Da möchte ich jetzt mal reingucken, wie das aussieht. Wir haben ja hier im Honigraum leicht zubekommen. Mal gucken, wie es aussieht. Nehmen wir erstmal den Honigraum runter. So, nun muss ich mal schauen hier. So, Absperrgitter. So, wenn ich die Königin finde, möchte ich sie natürlich auch gleich zeichnen. Weil das ist ja eine Jungkönigin. Drinne. Ja, die haben ja einen Mittelbandstreifen bekommen, den sie jetzt ausbauen. Ja, da sind sie fleißig am Ausbauen hier. Wenn ich die Königin nicht sehe, ist auch nicht schlimm. Wird sie beim nächsten Mal. Irgendwann klappt es mal mit dem Zeichnen. Müsste jetzt bloß mal gucken. Oh, die ist ja schwer. Ich denke mal, da ist Futter und Brut, ja. Hier sind schon Maden geschlüpft jetzt. Aber bevor wir uns hier verkleben, ziehen wir uns doch ein paar Handschuhe noch an. Ich habe immer so ein bisschen Babypuder. Da macht es sich einfacher, mit den Handschuhen anzuziehen. Und den Bienen scheint der Puder zu gefallen. So, okay. Schauen wir mal weiter. Ob sich hier noch was tut. Ob wir die noch finden. Na, hier ist überall schöne Brut drinne, auch bis unten in den Ecken. Königin ist nicht zu sehen. Ich denke, die wird auch noch nicht sehr groß sein, weil die ist gerade in Eierblage gegangen. Ja, auf der Barbe auch schöne Stifte, Brut in der Mitte.
Also ich habe sie noch nicht gesehen. Die Wabe ist voll mit Nektar hier. Da ist noch keine Brut drauf. Und hier ist eine junge Königin. Die kommt jetzt in Fahrt. So, hier hatte ich ihn wieder einen mittleren Streifen reingegeben. Auf dieser Wabe. Also bauen Sie, ich habe jetzt mal in der Mitte einen mittleren Streifen zum Austesten. Da bauen Sie gleich Arbeiterinnenbrut. Wie gesagt, noch keine Königin gesehen. Eine mit dunkelblauen Pollen, der dürfte dann. Hier haben sie eine schöne Futterwabe. Nach frischen Lindenhonig aus hier. Eine Wabe mit Drohnenbau. So, und die letzte, da wird sie wahrscheinlich nicht drauf sitzen, weil die ist jetzt. Sehr schwer, das ist eine reine Futterwabe hier. Da haben sie auch schon frischen Nektar drin. Gut, dann machen wir sie wieder zu. Nichts mit Zeichnen von einer Königin hier. Okay.
Und schauen wir noch mal auf den Absperrgitter. Da sitzt er auch nicht. Okay. Sieht gut aus bei dem Volk. Dann setzen wir den Honigraum wieder drauf hier. So, das war die Durchsicht von meinem Sammelbrutableger. Ich schaue jetzt nochmal das eine Volk durch, wo ich eine Mini Plus rausgenommen habe. Das ist ja weiselos. Mal gucken, wie viele Weisezellen sie angesetzt haben. Bis dann. Tschüss.